Wir gehen gleich gemeinsam Schritt für Schritt durch die Brot- und Butterstrategie. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Ich möchte jetzt auch nicht lange reden, sondern gehen wir direkt zu der Brot- und Butterstrategie. Und womit fangen wir an? Natürlich mit dem Panikbericht. Der Panikbericht ist insofern wichtig, dass er mir ungefähr zeigt, ist der Markt gerade panisch oder nicht. Der Panikbericht, der basiert auf 9 Paniksignale, die kannst du dir hier alle anschauen. Und hier oben ist das Tachometer und es zeigt dir an, wie viel von diesen Panikindikatoren sind jetzt aktiv. Zum Stand 8.12.21 waren es 2 Paniksignale, die hier aktiv sind. Also es ist nicht unpanisch, es ist aber auch nicht überpanisch. Also von daher, 2 Panikindikatoren sind in Ordnung. Das würde uns jetzt nicht von der Brot- und Butterstrategie abhalten, aber ganz wichtig, uns wären natürlich 0 Panikindikatoren lieber, weil die Brot- und Butterstrategie, die basiert ja sozusagen auf die Short Put und Bull Put Spread Strategie und die sind ja bekanntlich auch ein wenig bullischer und da wollen wir natürlich auch nicht zu viel Volatilitäten bzw. zu viele Anfälligkeiten hier im Markt haben. Aber ungeachtet dessen, also Schritt 1 ist, ich schaue mir den Panikbericht an. Ja, was mache ich als nächstes? Ja, als nächstes, da gucke ich mir den Markt an. Ja? Das heißt, der Markt ist für mich immer der S&P 500 und ich nehme gerne den SPY, das ist der ETF auf den S&P 500 und den schaue ich mir ungefähr eine halbe Stunde nach Markteröffnung, gucke ich mir die erste Kerze an. Wenn das jetzt so ist, wie es jetzt ist und ich habe eine grüne Kerze mit einem Long Open, dann ist das schon mal sehr gut, weil dann heißt das für mich, der Markt, der ist jetzt hier wieder bullisch und das ist eine gute Startsignalgebung für meine Brot- und Butterstrategien. Meine Brot- und Butterstrategien basieren ja mehrheitlich auf die Short-Put-Strategie und auch auf die Bull-Put-Spread-Strategie und ich zeige dir das heute am Beispiel eines Short-Puts. Also wie gesagt, der O4W-Best-Indikator, der zeigt jetzt hier ein Long-Open, ein grünes Open. Das heißt, die unten stehenden Subindikatoren, also die ersten 4 von diesen 5, die sind auf Bullish. Das ist hier der MACD, das ist die Plus-DI-Minus-DI-Linie, das ist der RSI und das ist der stochastische Oszillator. Das wird hier alles in diesen kleinen Kästchen dann angezeigt. Da haben wir ein Long Open und ganz wichtig ist immer, dass der bärische Kreis vorher geschlossen ist. Das heißt, ich will nicht nur ein Open, sondern auch ein Close des Short-Bereiches vorher haben, also des bärischen Kreises, damit ich auch gewiss jetzt nicht wieder in Anführungszeichen ins fallende Messer greife. Es ist zwar keine hundertprozentige Garantie, aber wie gesagt, es ist für mich wichtig, dass vor dem Long Open, vor dem Grünen, ein Short Close steht. Wir sehen jetzt hier aber auch, dass der Markt hin und her blinkt. Das heißt, diese Signalgebung ist nicht End of Day, sondern die kommt sozusagen, wann immer es hier ein Signal gibt. Das heißt, jetzt sehen wir zusammen gar nichts. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen größer. Und dann ist natürlich aus der grünen Kerze wahrscheinlich eine weiße Kerze geworden. Und genau so ist es auch. Wir haben jetzt hier eine weiße Kerze. Die hält uns jetzt aber auch nicht davon ab. Was würde uns abhalten? Definitiv, wenn die Kerze rot wäre. Eine rote Kerze würde für uns jetzt bedeuten, wir lassen die Finger von der Brot- und Butterstrategie, wir machen nichts. Wir haben jetzt aber eine grüne Kerze bzw. eine weiße, aber keine rote. Das heißt, für uns wären Brot- und Butterstrategien auf jeden Fall jetzt machbar. Dann gucke ich mir immer die VIX-Terminstrukturkurve an. Ich weiß, wir haben ja auch hier die Möglichkeit, das hier in den Settings so einzustellen, dass wir die hier auch angezeigt bekommen. Ja, das heißt, dann hast du auch ein B
für Backwardation hier stehen, was ja dann so viel bedeutet, dass bei der VIX-Terminstrukturkurve, das ist ja die Seite, dass der Frontkontrakt teurer ist als der Folgekontrakt. Dann haben wir ein B für Backwardation und das heißt auf gut Deutsch, das Feuer ist direkt vor der Tür. Das ist ja auch einer dieser Punkte, die ich hier berücksichtige, das sehen wir hier gleich, bei der Terminstrukturkurve. Das heißt, wenn ich eine Backwardation habe, dann ist das auch ein panisches Signal. Deshalb bei B Backwardation immer Vorsicht geboten. Aber jetzt die Frage, wir haben jetzt ein B wie Backwardation, heißt das, wir gehen auf gar keinen Fall mit unserer Brot- und Butter-Strategie rein? Nein, das heißt es nicht. Wenn wir eine grüne Kerze haben und wir haben ein B, das klappt auch, die grüne Kerze ist ja sozusagen ein bullisches Momentum, dann können wir reingehen. Das können wir uns auch gerne mal in der Vergangenheit ein bisschen hier anschauen. Wir gehen hier mal zurück und da sehen wir ja, dass wir hier beispielsweise, das war ja jetzt irgendwann im April, da hatten wir auch grüne Kerzen, da waren wir halt sozusagen, hier unten waren wir bullisch, aber wir hatten B für Backwardation. Ja, das war aber jetzt eine Backwardation, die hat sich so ein bisschen gefestigt und fing an, sich hier aufzulösen, aber das ist trotzdem eine Möglichkeit für unsere Brot- und Butter-Strategien aktiv zu werden. Will damit sagen, ein B ist jetzt nicht definitiv ein rotes Signal für die Brot- und Butter-Strategie. Nein, gewiss nicht. Also das B, das kompensieren wir sozusagen mit der grünen Kerze und dann können wir trotzdem reingehen. Ja? Also nochmal zusammengefasst, wir gucken zuerst den Panikbericht an. Wenn wir da nicht wirklich panisch sind, das fängt meistens so bei 6 Panikpunkten an, dann gucken wir uns das weiter an. Dann gehen wir hier in die Trading View, nehmen mithilfe des O4W Best Indikators die aktuelle Kerzenfarbe wahr und wir sagen dann, wenn es nicht rot ist, ja, dann ist es okay. Also wenn es grün oder weiß ist, dann gehen wir weiter. Dann gucken wir uns trotzdem nochmal die VIX-Terminstrukturkurve an, ob sie in Anführungszeichen gesund ist. Das heißt, die Linie, die sollte, ne, die Kurve, die sollte oberhalb des Indexes liegen. Das ist ein Punkt. Und natürlich hier eine Contango ist natürlich hervorragend geeignet. Ne? Also bestens wäre es natürlich beim Panikbericht 0 Panikindikatoren, beim SPY eine grüne Kerze mit einem frischen Long Open und hier eine wirklich gesunde Contango. Wenn wir diese Schritte haben, dann können wir sagen, der Markt ist jetzt für uns begehbar und dann müssen wir uns natürlich auch noch Top-Kandidaten raussuchen. Das heißt, die richtigen Underlyings für unsere Option. Und das mache ich natürlich immer hier über meinen Report. Du gehst auf Options for Winners, Report und dann Top-Kandidaten. Diese werden regelmäßig aktualisiert und dann suchst du dir hier einen Wert aus. Ich suche mir natürlich immer gerne Werte aus, wo die aktuelle implizite Volatilität im Kontext der letzten 52 Wochen recht hoch ist. Und das mache ich gerne hiermit. Das ist der IVP, ja. Der sagt mir, wenn ich jetzt hier die 40 habe, die letzten, also 40% der letzten 52 Wochen waren niedriger als diese implizite Vola. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ich gehe jetzt mal und sortiere es hier. Und jetzt haben wir halt schon Werte. Da ist es ganz fein. Ich nehme es gerne ab 50% und dann gucke ich mir jetzt mal hier an. Ich habe mir schon eine rausgesucht. Das ist jetzt hier Klick, also der Ticker ist KLIC und dann gehe ich rein. Und dann sehen wir auch schon, es ist natürlich jetzt hier alles grün, also diese Display-Anzeige, die ist ja auch neu. Die zeigt mir zum einen, wie ist der Trend der Aktie, wie ist der relative Trend, das heißt, ist diese Aktie jetzt trendstärker als der Markt, jetzt also in dem Fall ist der stärker als der S&P 500. Das Momentum, das siehst du hier in der Kerze, ist auch grün. Wir sind mit dem Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie, das ist auch alles fein. Und hier unten siehst du auch noch den Markt. Und da siehst du auch, der S&P 500, der hat auch einen Aufwärtstrend.
die S&P 500, die sind auch oberhalb der 125-Tage-Linie und die VIX-Kurve, die ist im Contango und deshalb haben wir hier alles grün und das ist ein schönes Signal. Jetzt könnten wir hier natürlich reingehen, wäre natürlich schön gewesen, wenn wir es hier gemacht hätten, hier so bei 62, 63 und jetzt schon bei 73 ist natürlich dann auch was Feines, aber sowas passiert, das ist jetzt keine Einmaligkeit. Aber was wir natürlich auch wissen, wenn wir jetzt mit unserer Short-Put-Strategie in der Brot- und Butter-Strategie drin sind, da wollen wir natürlich die Risiken, die man vermeiden kann, auch vermeiden. Und das wären jetzt beispielsweise die Earnings. Das heißt, ich gehe jetzt in die Earnings rein. Ich habe es geguckt. Da wären jetzt die nächsten Earnings am 16. Februar. Das würde jetzt bedeuten, wir könnten eventuell davor noch eine Option traden. Was ich gerne mache, hier bin ich auch schon drin, das ist beim Optionsdraht. Jetzt ist natürlich der 14. April bei dieser Aktie erst der nächste. Das ist natürlich weit weg. Also nehme ich den 21. Januar und wir sehen hier, die Laufzeit sind 44 Tage. Meine Kriterien normalerweise sind oberhalb von 45 Tagen, also Laufzeit. Ich will jetzt aber auch nicht päpstlicher als der Papst sein und sagen, die 44 Tage, die sind jetzt ein Grund, dass ich es nicht mache. Das definitiv nicht. Was ich natürlich dann auch immer gerne mache, ist ein relativ kleines Delta, das heißt so ungefähr bei 10. Das sind sozusagen die Kriterien für die Option und was ich ja auch immer sage, ich will schon eine IV haben, die über 30% sind. Und warum? Ja, natürlich deshalb, weil ich ja auch Geld verdienen will und die Prämie wird ja mitunter beeinflusst durch die Volatilität und eine zu kleine implizite Volatilität birgt nicht nur die Gefahr, wenig zu verdienen, sondern natürlich auch die Gefahr, dass man dann schneller in die Pflicht kommt und die Aktien angedient bekommt. Und das ist ja genau das, was ich hier in der Brot- und Butter-Strategie vermeiden möchte. Bei mir heißt es hier in dem Fall, Cash is King, ja, das heißt, ich will definitiv nur die Prämie, sonst gar nichts. Und deshalb steht bei mir natürlich auch die Option im Fokus. Und wenn wir das hier alles haben, ja, sagen von wegen, es ist jetzt fein, dann ist der nächste und letzte Schritt natürlich, wir gehen in die Trader Workstation und wir verkaufen die Put-Option. Ja, also das ist eigentlich relativ einfach. Beide Optionen, wie gesagt, 45 Tage Laufzeit, Delta 10, die IV soll über 30% sein und natürlich ganz wichtig von der technischen Indikation, definitiv eine grüne Kerze. Wir gehen nur bei einer grünen Kerze in dieses Underlying mit einer Option rein und am besten ist natürlich immer, man erwischt auch am selbigen Tag noch das Long Open. Und nicht erst später, sondern wir wollen ja direkt bei dem sozusagen auf das Pferd aufspringen, was gerade richtig ordentlich startet. Aber ein, zwei, drei Tage später wären auch nicht verkehrt. Ja, das ist jetzt hier sozusagen meine Brot- und Butter-Strategie. Also nochmal zusammengefasst. Wir gucken uns den Panikbericht an. Wenn es nicht zu panisch ist, geht es weiter. Dann gehen wir hier in den SPY, gucken uns an, wie ist die Kerze gefärbt. Wunderbar, wir haben eine grüne Kerze, noch besser ein grünes Long Open, beziehungsweise eine weiße Kerze wäre auch in Ordnung. Was auf gar keinen Fall sein darf, ist eine rote Kerze. Dann machen wir auch gar nicht weiter, dann werden wir keine Brot- und Butter-Strategie traden. Und was auch wichtig ist, vor diesem Long Open muss noch ein rotes Close kommen. Also der bärische Teil, der sollte wirklich abgeschlossen sein. Des Weiteren gucken wir uns die VIX-Terminstrukturkurve an. Am besten ist natürlich eine gesunde Contango und die Kurve liegt oberhalb der VIX-Index. Wenn es mal eine Backwardation ist, hält es auch uns nicht zwingend ab. Vorausgesetzt, die Kerze, also das Momentum, ist dann grün. Der nächste Schritt, wenn der Markt in Ordnung ist, den gehen wir dann hier über die Top-Kandidatenliste. Ich suche mir gerne Werte aus, wo die Volatilität im Kontext der letzten 52 Wochen auch ordentlich hoch ist. Deshalb sortiere ich hier nach der IV Percentile. Ich suche mir die Aktien raus und gehe als nächstes in die Trading View. In der Trading View arbeite ich gerne mit dem O4W Best Indikator und ich sage immer von wegen, ich gehe nur rein, wenn die Kerze grün ist. Am besten ein Long Open und das Long Open, also dieses Grüne, sollte nicht allzu lange her sein. Wenn das in Ordnung ist, mache ich als nächstes, ich gehe in die Earnings und Whispers. Ich will das Risiko minimieren und definitiv nicht während der Earnings dort
traden. Und last but not least suche ich mir eine Option aus. Ich nehme gerne alles über 45 Tage. Ich wähle gerne ein kleines Delta. Das wäre jetzt hier ein Delta 10. Und die implizite Vola, die sollte schon über 30% sein. Aber das findest du hier auch nicht anders, weil bei den Auswahlkriterien steht es ja auch drin. Wir haben hier schon eine gewisse Hürde, die die Option haben muss, und das sind die 30% Vola, die sind hier auch aufgeführt. Das war es jetzt mit der Brot- und Butter-Strategie hier am Beispiel der Short-Put-Strategie. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Vielleicht noch eine Sache, du musst natürlich nicht den Indikator kaufen, du kannst es natürlich dir hier auch selbst zusammenstricken. Es ist keine Rocket Science und ich will da jetzt auch kein Buch mit 7 Siegeln draus machen, nur es war für mich einfacher, wenn ich das hier alles auf einem Blick habe. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest, beziehungsweise wenn du mir natürlich noch einen Daumen gibst und einen netten Kommentar, da freue ich mich natürlich auch drüber. Ansonsten verweise ich wie immer gerne auf meine Social Media Kanäle, Instagram und Facebook, und was ich nicht vergessen darf, meine tolle Homepage, optionsforwinners.de. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.